Willkommen zu einer neuen Traumreise. Lege oder setze dich ganz entspannt hin. Schließe deine Augen. Lasse deine Alltagssorgen hinter dir und höre einfach nur meiner Stimme zu. Du kannst diese Traumreise zum Einschlafen hören und sie dich in den Schlaf begleiten lassen. Du kannst diese Traumreise aber auch hören, um für eine Zeit lang einfach mal abzuschalten und um wieder Energie für deinen Alltag zu tanken. Heute nehme ich dich mit an einen ganz besonderen Ort. Es wird ein Ort sein, an den du vermutlich als Kind schon immer hin wolltest. Denn heute entführe ich dich in eine Zauberschule. Eine Schule für Magier und Hexen. Diese Schule befindet sich in einem riesengroßen Schloss. Es ist ein Schloss, das hoch oben auf einem riesigen Hügel thront. Es ist bloß für Magier sichtbar. Menschen, die der Magie nicht fähig sind, können das Schloss also nicht sehen. Doch glücklicherweise gehörst du zu den Magiern. Den Magiern, die diese Schule besuchen dürfen. Heute ist ein düsterer Oktobertag und du gehst gerade den Hügel hinauf, um die Zauberschule zu besuchen. Es ist schon längst kein Tag mehr. Es ist bereits 18 Uhr und somit schon dunkel. Ja, richtig. Magier und Hexen haben hier erst Unterricht, wenn die Nacht bereits angebrochen ist. Dann beginnt eure Stunde. Die Magierstunde. Du liebst die kalten Jahreszeiten. Ihr Magier und Hexen fühlt euch von diesen angezogen. Sie sind ganz besondere, ganz magische Zeiten für euch. Das Schloss für Zauberkunst ist vollständig schwarz. Auch das ist eine Farbe, die ihr Hexen und Zauberer am meisten liebt. Als du den Hügel erklommen hast, musst du erstmal durch den sogenannten Vorgarten des Zauberschlosses. Es ist aber gar kein richtiger Garten, sondern eher ein Weg. Auf diesem Weg beginnt das Abenteuer. Ein Abenteuer, das du jedoch mehr als alles andere genießt. Als Magier oder als Hexe genießt man gewisse Vorzüge im Leben. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie cool es doch wäre, wenn du in bestimmten Situationen in deinem Leben einfach so Filmmusik hören würdest? Du würdest also dein eigenes Leben wie in einem Film erleben. Und genau das können Hexen und Magier. Und das kannst auch du. Eine leichte, entspannte, aber gleichzeitig mysteriöse und geheimnisvolle Musik ertönt, als du den Weg betrittst, der zum Schloss führt. Es ist fast eine Halloween-artige Musik. Und da
Halloween nun mal auch bald bevorsteht, immerhin ist es Oktober, ist der Weg zum Zauberschloss auch entsprechend eingerichtet. Aber eher schön und gemütlich und nicht angsterfüllend. Ihr als Hexen und Magier verehrt die Welt der nicht-magischen Menschen. Ihr findet es faszinierend, was diese Gattung Mensch alle schon auf der Welt bewirkt hat. Und vor allem findet ihr am meisten alles faszinierend, was mit euch, den Hexen und Zauberern, zu tun hat. Halloween ist da ganz vorne mit dabei. Es ist ein Mega-Event bei euch und einen Monat bevor es losgeht, seid ihr immer schon ganz aufgeregt. Der Weg, den du nun entlang gehst, ist also voll von geschnitzten Kürbissen, mit dunklen Häusern, die links und rechts vor dir stehen. Die jedoch keine richtigen Häuser sind, sie wurden bloß als Illusion von deinen Lehrern dorthin gezaubert. Schwarze Katzen laufen überall herum, manchmal umkreisen sie dich. Die Kürbisse sprechen zu dir. Sie grüßen dich wie jeden Tag. Hab einen angenehmen Schultag. Da ist ja wieder unser Liebling. Es ist immer wieder lustig, mit den Kürbissen zu reden. Doch deine absoluten Favoriten auf diesem verhexten Weg sind erstmal der Vollmond, der diesmal am Himmel steht und der ein Gesicht hat. Ja, du hast richtig gehört. Der Mond hat Augen, Nase und Mund und er schaut auf dich herab. Immer wieder wünschst du dir, der Mond würde auch mal zu dir sprechen. Aber er ist stets ruhig. Der Mond ist so etwas wie eine Art stiller Beobachter. Jedoch gibt er dir immer noch ein intensives Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Deshalb nimmst du dir auch jetzt einen Moment Zeit und hältst inne. Du blickst einfach nur hinauf zum Mond und nimmst ihn wahr. Und dieses Innehalten entspannt dich. Du fühlst dich unbesiegbar. Ja, diese Wirkung hat der scheinende Mond auf dich. Danke, sagst du zum Mond, so wie jeden Abend. Und diesmal hast du das Gefühl, dass der Mond dir als Antwort leicht zunickt. Hat er dich etwa gehört? Bestimmt hat er das. Der Mond wacht über die Schüler der Zauberschule und er beschützt sie. Du setzt deinen Weg jetzt weiter fort. Dein Blick fällt jetzt auf das Dach eines der schwarzen Häuser. Dort siehst du eine kleine Hexe auf einem Besen herumfliegen. Sie bleibt jedoch nicht lange auf diesem einen Haus. Schnell fliegt sie weiter zum nächsten. Die Hexe ist zwar sehr klein, jedoch längst erwachsen. Sie ist eine kleinwüchsige Hexe. Während sie herumfliegt, kichert sie vor sich hin. Du kennst diese Hexe bereits. Es ist Professor Samaria. Eine Lehrerin von dir an der Zauberschule. Naja, allerdings ist diese Hexe, die du jetzt siehst, nicht wirklich Professor Samaria, sondern bloß eine magische Nachbildung von ihr. Diese Kopie von sich selbst hat Professor Samaria selbst geschaffen.
Sie hat diesen Halloween-inspirierten Weg miterschaffen und ihm dadurch ihre persönliche Note aufgedrückt. Solch eine Kopie von sich selbst erschaffen zu können, bedarf großes Wissen und stark fortgeschrittenen Fähigkeiten in der Zauberkunst. Professor Samaria beherrscht diese jedoch meisterhaft. An diesem Punkt bist du noch nicht angelangt, aber dafür gehst du ja zur Zauberschule. Obwohl du sie schon ein paar Mal gesehen hast, bleibst du auch heute wieder völlig erstaunt und völlig begeistert. Mit offenem Munde stehen, als du Professor Samaria hier rumfliegen siehst. Diese hier sieht wirklich ganz genauso aus wie das Original. Nachdem du ein zweites Mal also innegehalten hast, gehst du den Weg erneut weiter. Du nimmst noch einmal ganz bewusst die ganzen wunderbar magischen Dinge wahr. Die Häuser, die flackernden Lichter, die Kürbisse, die schwarzen Katzen, den Mond und Professor Samaria. Magie ist wirklich etwas Wundervolles. Du kommst nun an dem Schloss der Zauberschule an. Und dort, vor dem großen Tor stehend, sagst du den Zauberspruch. Aperta porta! Sofort öffnet sich das große Tor für dich. Du trittst hinein und gelangst auf den großen Campus der Zauberschule. Hier ist gerade die Mehrzahl der Schüler versammelt. Alle Schüler sämtlicher Altersklassen wandern oder stehen hier herum. Die kollektive Aufregung ist deutlich zu spüren, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Die Schüler der Zauberschule tragen alle Schuluniformen. Es erschafft ein Zugehörigkeitsgefühl, das du jedes Mal aufs Neue sehr gerne willkommen heißt. Dieses Schloss hier ist dein Zuhause und es wird immer für dich da sein. Du weißt genau, dass du jederzeit hierher zurückkommen kannst. Die Lehrer, die Magie und die anderen Schüler, deine Freunde, werden immer für dich da sein. Ja, und apropos Freunde, genau die suchst du nämlich jetzt. Du suchst deine drei besten Freunde. Gaia, Merlin und Minerva. Und da sind sie schon. Sie stehen direkt neben einer Bank und unterhalten sich aufgeregt. Sie haben dich noch nicht gesehen. Das wird sich aber nun schnell ändern. Du pirschst dich an deine Freunde heran und dann, kurz bevor du bei ihnen bist, schnippst du mit den Fingern und sagst leise einen Zauberspruch. Daraufhin fällt Minerva der Hut herunter. Sie erschreckt sich daraufhin und Merlin und Gaia schauen ganz verwirrt zuerst auf Minerva und dann auf den heruntergefallenen Hut. Jetzt ist der perfekte Moment. Du gibst dich zu erkennen. Als Minerva dich erblickt, weiß sie sofort, was Sache ist. Du,
stößt sie hervor und dann muss sie auf der Stelle lachen. Genauso wie Merlin und Gaia. Und auch du musst lachen. Minerva hebt ihren Hut wieder auf und dann umarmst du deine Freunde immer noch lachend zur Begrüßung. Es ist ein vertrautes Gefühl mit ihnen. Es sind Freunde, die immer an deiner Seite sein werden, mit denen du unglaublichen Spaß haben und mit denen du auf der anderen Seite auch über alles reden kannst. Bist du auch schon so aufgeregt wie wir? Fragt dich Merlin und seine Augen leuchten vor Aufregung. Du nickst. Ja, und wie? Entgegnest du. Gaia klatscht ganz schnell ein paar Mal in die Hände. Sie hat die Angewohnheit, sehr viele Dinge sehr, sehr schnell zu machen. Wenn sie zum Beispiel geht oder auch wenn sie redet. Professor Samaria wird heute den ganzen Tag unseren Unterricht übernehmen. Das hat sie uns gerade eben gesagt. Besser hätte es gar nicht kommen können. Die besten Schultage im Jahr standen bevor. Und der erste von ihnen wurde gleich mit Professor Samaria eingeleitet. Noch ein paar weitere Minuten redest du mit deinen Freunden und scherzt mit ihnen herum. Dann machst du dich mit ihnen allmählich, so wie der Rest der Schüler auch, auf ins Schloss. Es ist jedes Mal aufs Neue ein magisches Abenteuer für dich. Alleine dieses Schloss zu betreten. Jedes Mal aufs Neue staunst du wie ein kleines Kind. Die riesigen Flure und Gänge, die Geister und die anderen magischen Wesen, die hier im Schloss ihr Zuhause haben. Kobolde, Elfen, Feen, ihr habt sogar einen kopflosen Reiter bei euch in der Schule. Heute hat er wieder seine 5 Minuten, in denen er ungestürmt durch das Schloss rennt. Er achtet aber stets darauf, niemanden zu verletzen. Es ist noch nie ein Unfall passiert. Natürlich ist auch das ganze Schloss sehr Halloween-mäßig geschmückt. Genauso wie der Garten des Schlosses. Der Weg, den du gerade hinter dich gebracht hast. Während du und deine Freunde durch die Gänge geht, kommt ihr auch an dem magischen Schwimmbecken vorbei, das in einer der großen Hallen steht. Dort sind die Meerjungfrauen der magischen Zauberschule zu Hause, die dort drin umherschwimmen. Der Zutritt zum Schwimmbecken ist für die Schüler verboten. Was vor allem du und deine Freunde natürlich sehr schade findet. Liebend gerne würdet ihr mal eine Runde mit den Meerjungfrauen schwimmen. Als ihr jedoch dicht am Becken vorbeikommt, passiert genau das, was fast jeden Tag passiert. Die Meerjungfrau Elisabeth kommt aus den Tiefen des Schwimmbeckens hervor. Und schwimmt an den Rand des Schwimmbeckens direkt zu euch. Hallo Merlin, sagt sie mit verführerischer Stimme. Es ist schön, dich heute zu sehen. Und wie an jedem anderen Morgen auch, wird Merlin ganz rot. Du
Gaia und Minerva haben große Mühe, euch das Lachen zu verkneifen. Ja, es ist auch schön, dich zu sehen, Elisabeth, gibt Merlin schüchtern zurück. Und jetzt könnt ihr nicht mehr anders. Du, Gaia und Minerva prustet los vor Lachen. Hört auf damit, zischt Merlin euch an. Aber die Meerjungfrau Elisabeth lässt sich durch euer Lachen nicht aus der Ruhe bringen. Eher im Gegenteil. Sie scheint Merlins Schüchternheit sogar etwas zu genießen. Komm doch heute nochmal vorbei, Merlin, sagt die Meerjungfrau zum Abschluss, und zur Verabschiedung wirft sie deinem Freund einen Luftkuss zu. Daraufhin taucht die Meerjungfrau wieder ab und verschwindet in den Tiefen des Wasserbeckens, das übrigens einige Dutzend Meter tief ist. So haben die Meerjungfrauen mehr als Lebensraum. Als du und deine Freunde weitergeht, zieht ihr Merlin die ganze Zeit auf. Elisabeth hat es ja wirklich auf dich abgesehen, lacht Gaia. Schade, dass du kein Meerjungfrauenmann werden kannst. Sagt man das so? Meerjungfrauenmann. Und schon verfallen Gaia, Minerva und du wieder in Gelächter. Ihr müsst euch vorstellen, wie Merlin als Meerjungfrau aussehen würde. Und diese Vorstellung ist schon absolut abgedreht. Hey, Elisabeth weiß eben, was gut ist, verteidigt Merlin seine Anbeterin. Doch mit allem, was Merlin sagt, macht er es nur noch schlimmer. Ihr kommt gar nicht mehr raus aus dem Gelächter. Schließlich kommt ihr aber in eurem Unterrichtsraum an. Und dann denkt auch keiner mehr an den lustigen Vorfall mit Elisabeth. Jetzt heißt es nämlich Halloween-Unterricht. Ihr seid die Letzten, die den Klassenraum betreten. Aber ihr seid nicht zu spät. Ihr seid genau pünktlich. Hallo, meine Lieben. Die kleine Hexe steht vorne auf einem Stuhl. Sie ist gerade mal 1,20 Meter groß. Doch trotz ihrer kleinen Körpergröße ist Professor Samaria eine große Hexe und eine große Autoritätsperson, die sowohl von den Lehrern als auch von den Schülern sehr geschätzt und geliebt wird. Professor Samaria spricht jetzt direkt dich an. Du hast mich ja eben gerade wieder ganz schön lange angestarrt, sagt sie im neckischen Tonfall. Du hast aber mittlerweile begriffen, dass diese Frau da draußen nur so aussieht wie ich, oder? Vollkommen verdattert siehst du Professor Samaria an. Woher wissen Sie denn, dass ich Sie so angestarrt habe? Professor Samaria lächelt. Was mein Abbild sieht, das sehe auch ich. Ein Raunen geht durch den ganzen Klassenraum. Obwohl ihr alle selbst Schüler der Magie seid, gibt es immer wieder zahlreiche Momente, in denen die Magie euch fasziniert. Keiner von euch hat gewusst, dass man wahrnehmen konnte, was ein magisches Abbild von einem wahrnimmt. Mary aus der ersten Reihe hebt sofort die Hand. Könnte man da nicht ganz viele Abbilder von sich kreieren und dann alle Kurse gleichzeitig belegen und so viel mehr lernen? Mary ist die Streberin der Klasse
Und solch eine Frage ist absolut typisch für sie. Nun ja, also theoretisch schon, antwortet Professor Samaria. Aber irgendwann sind auch unsere magischen Gehirne überfordert. Professor Samaria zeigt auf ihren Kopf, streckt die Zunge raus und macht eine lustige Grimasse. Die ganze Klasse lacht. Professor Samaria kann manchmal echt lustig sein. Aber nun geht es endlich los mit dem Unterricht. Jetzt geht es endlich damit los, was alle so sehnsüchtig erwartet haben. Meine lieben Schüler, beginnt die Hexe die Unterrichtsstunde. Ihr seid endlich alle alt genug, um bei den alljährlichen Halloween-Spielen mitzumachen. Wir werden das nicht-magische Volk mit unseren Zauberkünsten erschrecken. Diesen Spaß, den wir uns jährlich machen, hat eine uralte Tradition. Da sich die nicht-magischen Menschen als uns verkleiden, bereiten wir ein paar Überraschungen für sie vor. Und mischen an Halloween tatkräftig mit. Ich weiß, dass ich es euch eigentlich nicht sagen muss, aber ich tue es trotzdem. Es geht bei der Sache nur um den Spaß. Bei jeder magischen Aktion muss darauf geachtet werden, dass ja niemand verletzt oder in Angst versetzt wird. Die Sicherheit der nicht-magischen Menschen hat oberste Priorität. Die Frau Professorin hat recht. Die Wichtigkeit der Sicherheit der nicht-magischen Menschen ist dir, deinen Freunden und auch den anderen Schülern der Zauberschule vollständig bewusst. Es ist eines der obersten Gebote des Magierkodex generell. Die eigene Zauberkraft nicht gegen Schwächere zu verwenden. Aber nachdem dies nun angesprochen wurde, geht es los mit dem Unterricht. Ihr beginnt nun die verschiedenen Fertigkeiten zu lernen. Zum Beispiel einen Kürbis sprechen zu lassen. Der sprechende Kürbis ist ein absoluter Klassiker, wenn es darum geht, nicht-magische Menschen an Halloween zu erschrecken. Es funktioniert einfach immer. Und jedes Mal denken die Menschen, dass irgendein Sprechgerät in den Kürbis gesteckt wurde. Dann gibt es da noch den anderen Klassiker. Und zwar den der verzauberten schwarzen Katze. Man verhext die Katze so, dass sie einem ausgewählten Menschen ständig hinterherläuft und ihm nicht von der Seite weicht. Während schwarze Katzen in der magischen Welt als heilige Tiere gelten, assoziieren nicht-magische Menschen diese eher mit schwarzer Magie. Wenn eine schwarze Katze von links kommt und an dir vorbeiläuft, dann soll dies Unglück bringen. Ein unwahrer Aberglaube natürlich. Doch dieser Aberglaube ist der Grund, warum eine schwarze Katze an Halloween auf einen Menschen zuzuschicken eine überaus witzige Angelegenheit sein kann. Bei Professor Samaria lernt ihr also die ersten 3 Stunden die Verzauberung von Gegenständen und Tieren. So gut, dass ihr sie an Halloween auch einsetzen könnt. Danach kommt die kreative Runde. Der mit Abstand spannendste Part. Dabei geht es zunächst an die Kostüme. Ja, auch ihr sollt euch verkleiden.
Jedoch ist dabei das Ziel, ganz besonders gruselige Kostüme zu kreieren und solche, die sich stark von den Durchschnittskostümen der Menschen abheben. Natürlich habt ihr es als Magier und Hexen im Gegensatz zu nichtmagischen Menschen sehr leicht, Kostüme zu erschaffen, welche die sehr, sehr echt aussehen. Vielleicht, weil sie auch wirklich echt sind. Denn das liegt daran, dass ihr euch eigentlich gar nicht kostümiert, sondern euch tatsächlich verwandelt. Allein diese Kostüme können oft schon für ziemlich gruselige Momente sorgen. Du hast dir als Kostüm ein Zyklopen ausgesucht. Ein einäugiges Wesen. Schon seit 2 Monaten übst du daran, dich in ihn zu verwandeln. Und um ehrlich zu sein, hast du bisher fantastische Arbeit geleistet. Als du deiner Professorin deine Verwandlung zeigst, klatscht sie laut in die Hände. Sie lobt dich vor der gesamten Klasse. Kompliment, du siehst wirklich schaurig aus, sagt sie und lacht dann laut auf. Deine Freunde und all deine Mitschüler bewundern dich. Keiner von ihnen hat es geschafft, bisher sich in ihr Kostüm so realistisch verwandeln zu können. Du bist geschmeichelt von den ganzen Komplimenten, aber auch überglücklich. Deine harte Arbeit hat sich ausgezahlt und du kannst es kaum erwarten, dich als Zyklop außerhalb des Schlosses zu zeigen. Als nächstes sind deine 3 Freunde dran. Gaia verwandelt sich in eine alte, bucklige Hexe. Eine Klischeehexe, wie sie in der nichtmagischen Welt dargestellt wird. Das Ergebnis von Gaia kann sich auch schon echt sehen lassen. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Es fehlt der Hexe ein bisschen an Details und sie könnte noch gruseliger aussehen. Aber genau dafür ist der Unterricht ja da. Dann kommt Minerva an die Reihe und auch bei ihr fällt das Feedback sehr ähnlich aus. Sie verwandelt sich in einen Sensenmann. Aber auch wenn der schon gut aussieht, kann an der Verwandlung noch viel gefeilt und optimiert werden. Als letztes von deiner Freundesgruppe ist Merlin dran. Du hast schon von Anfang an gemerkt, dass er sich dagegen gesträubt hat. Er wollte gar nicht dran sein, unauffällig hatte er die anderen vorgelassen. Aber jetzt kann er sich nicht mehr drücken. Minerva, Gaia und du seid ziemlich gespannt. Ihr 3 hattet euch gegenseitig schon längst erzählt, in welches Kostüm ihr euch verwandeln wollt. Und ihr habt den jeweils anderen auch schon eure Fortschritte gezeigt. Doch Merlin hat gemeint, dass er sein Kostüm noch nicht verraten wollte. Er sagte, er hätte etwas sehr Spezielles vor und würde sich erstmal ausprobieren wollen. Tja, dazu hat er ja genug Zeit gehabt. Und jetzt kann er endlich offenbaren, woran er die letzte Zeit gearbeitet hat. Mit nervösen Händen macht Merlin mit seinen Fingern ein paar Bewegungen, flüstert einen Zauberspruch und dann verwandelt er sich in eine Meerjungfrau. Aber es ist nicht bloß irgendeine Meerjungfrau, in die er sich verwandelt. Nein,
Es ist Elisabeth. Und zwar ist es eine absolut perfekte Darstellung von Elisabeth. Hättet ihr nicht gewusst, dass es Merlin ist, hättet ihr gedacht, Elisabeth hätte das Wasserbecken verlassen und würde jetzt vor euch stehen. Doch trotz der Perfektion seiner Arbeit prusten Gaia, Minerva und du wieder los vor Lachen. Aber nicht nur ihr, die ganze Klasse lacht. Und natürlich auch Professor Samaria. Merlin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ruft sie laut, um das Lachen ihrer Schüler zu übertönen. Ich bin absolut beeindruckt von deiner Arbeit. Deine Verwandlung ist perfekt. Ja, sie ist absolut perfekt. Aber eine Sache ist merkwürdig. Eine so wunderschöne Meerjungfrau, das ist doch nicht gruselig. Damit wirst du die Menschen eher verführen, als sie zu erschrecken. Und damit hatte Professor Samaria natürlich recht. Aber dann setzt eure Hexe noch einen drauf. Plötzlich verändert sich ihr Blick. Sie schaut leicht irritiert. Moment mal, ruft sie. Diese Meerjungfrau, die kenne ich doch. Ist das nicht eine von unseren Meerjungfrauen im Schloss? Du, Gaia und Minerva könnt euch kaum noch halten vor Lachen. Das ist Merlins Verehrerin, trällert Gaia laut. Die beiden sind total verknallt ineinander. Jetzt ist in der Klasse die Hölle los. Außer euch haben auch schon ein paar andere mitgekriegt, was da los ist, zwischen Elisabeth und Merlin. Merlin verwandelt sich nun zurück. Er versucht, die Worte über seine Romanze mit Elisabeth gekonnt zu ignorieren. Ich dachte, ich probiere mal was anderes, sagt er. Alle hier wollen immer nur gruselig sein. Warum nicht auch mal sich in etwas Schönes verwandeln? Ja, wirklich echt schön ist Elisabeth. Nicht wahr, Merlin? Ärgert ihn Gaia weiter. Allein durch dieses Erlebnis mit Merlin ist der Halloween-Unterricht bei Professor Samaria schon absolut legendär geworden. Auch der Rest des Unterrichts ist einfach nur klasse. Die Zeit vergeht für dich und deine Freunde wie im Fluge. Ihr lernt viele neue Dinge und das mit super viel Spaß und Begeisterung. Als der Unterricht schließlich vorbei ist, und du mit Minerva, Gaia und Merlin auf den Campus gehst, könnt ihr es kaum erwarten bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Aber jetzt heißt es erstmal wieder nach Hause gehen und das Gelernte verarbeiten. Es gibt Zeiten, da lebt man in diesem Schloss wie in einem Internat und darf sogar dort übernachten. Aber aktuell ist eine Phase, in der man wieder nach Hause darf. Es ist mittlerweile schon mitten in der Nacht. Du liebst diese Stille. Und vor allem liebst du es nach der Schule, mit deinen drei Freunden durch den Vorgarten des Schlosses zu gehen. Gemeinsam zu viert genießt ihr nun die sprechenden Kürbisse, die Lichter, die schwarzen Katzen, den Vollmond mit dem Gesicht, die schwarzen Häuser
und das Abbild von Professor Samaria. Dieses Mal jedoch weichst du ihrem Blick aus. Nachdem ihr den Weg durchschritten habt und unten am Fuße des Hügels angekommen seid, da trennen sich nun eure Wege. Dein Schultag endet hier. Und hier endet auch unsere Traumreise. Das war ein Schultag in deiner Zauberschule. Ein aufregender und magischer Tag. Du kannst jederzeit und jede Nacht wiederkommen und die Zauberschule für Magier und Hexer besuchen. Denn schließlich ist es ja auch deine Schule. Gaia, Minerva, Merlin, Professor Samaria, Elisabeth und alle anderen warten auf dich. Bei uns wird es sicherlich auch noch weitere Geschichten, weitere Traumreisen aus deiner Zauberschule geben. Wir wünschen dir jetzt noch einen entspannten und erholsamen Schlaf. Oder einen entspannten und erholsamen Tag. Besuch uns doch bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Traumreisender.